In diesem Video möchte ich euch ein weiteres Slider-Plugin vorstellen, mit dem ihr eben eine Slideshow oder einen Slider auf euren Seiten oder Artikeln platzieren könnt. Vorteil bei dem Plugin, finde ich, ist eben, dass auch gleich der Text mit dargestellt wird und er ist eben sehr einfach zu installieren, weil ihr im Prinzip die Artikel oder die Seiten, die ihr möchtet, einfach diesem Slider zuweist und dann wird dort das jeweilige Beitragsbild genommen. Das heißt, mit diesem Slider könnt ihr also zum Beispiel auf der Startseite eine wirklich sehr schöne Vorschau auf eure verschiedenen Artikel geben und damit eben auch bestimmte Artikel auch in den Fokus rücken bei euren Besuchern. So, als erstes müssen wir uns wieder das ganze Plugin installieren. Dafür geht ihr bitte auf Plugins und sagt installieren. Und dann heißt das WP Featured Content Slider. Also vier Worte, WP Featured Content Slider. Wie immer werde ich euch unter dem Video auch das entsprechende Plugin verlinken. Ansonsten gebt ihr hier die drei Worte ein und dann ist es hier auch schon der erste Featured Content Slider in der Version 2.6 von iWebX. Also jetzt installieren sagen. Dann dauert es bei mir immer ein bisschen. Dann sagen wir okay. Und jetzt noch das Ganze aktivieren. Und das war's auch schon. Jetzt schauen wir uns als allererstes die Slider-Einstellungen ein. Und zwar, wenn ihr jetzt hier auf Einstellungen geht, dann findet ihr, na, ist weggegangen, dann findet ihr hier eben Featured Content Slider. Also geht bitte auf Einstellungen und dann findet ihr hier Featured Content Slider. Hier können wir jetzt diverse Einstellungen vornehmen. Das Rote braucht uns nicht interessieren, da kann man spenden, wer das möchte. Ansonsten gehen wir jetzt einfach mal die Einstellungen durch. Also wir haben die Möglichkeit, Artikel oder Seiten, die angezeigt werden, zu sortieren. Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt. Es ist jetzt bei diesem Slider nicht so, dass ihr einzelne Bilder hochladet, die in dem Slider erscheinen sollen, sondern ihr macht das so, dass ihr eure Artikel, eure Beiträge oder eure Seiten, die in dem Slider dargestellt werden sollen, denen weist ihr nachher dem Slider zu. Und die Beitragsbilder oder auch die Artikelbilder, die dort hochgeladen sind, die werden dann in den Slider automatisch übernommen. Und der Text, der bei euch dann im Artikel steht oder auf der Seite, der wird auch automatisch übernommen. Also ihr könnt euch das nachher besser vorstellen, wenn ihr die Vorschau gesehen habt. Und deswegen haben wir hier eben auch die Möglichkeit, das Ganze jetzt nach Datum zu sortieren. Das heißt, die Artikel, die angezeigt werden, können wir entweder nach dem Datum, nach dem Titel oder zufällig sortieren. Also Datum bietet sich an, weil man doch immer wieder einen neuen Artikel dann hinzufügt. Ihr müsst nachher in eurem Beitrag nur einen einzigen Klick machen, wenn ihr möchtet, dass dieser Beitrag im Slider angezeigt wird. So, dann haben wir hier ja, die Reihenfolge der Artikel eben aufsteigend oder absteigend. Wenn ihr das so drin lasst, dann habt ihr immer euren neuesten Artikel ganz oben. Dann sagen wir Choose an Effect. Also das ist tatsächlich wieder, wie die Bilder quasi wechseln. Da lasse ich jetzt mal Fade drin. Das ist eigentlich ein ganz schöner. Was ich auch mal ganz gut finde, ist dieses Scroll Right. Da könnt ihr einfach ausprobieren, was euch gefällt. So, dann haben wir hier ja, Limit Description. Das ist also wirklich hier die Anzahl der Buchstaben, die nachher angezeigt wird in eurem Text. Ich mache hier mal ein bisschen weniger, 350 ist recht viel. Ich mache jetzt hier mal nur 150 Wörter, die angezeigt werden sollen. Also er nimmt die ersten 150 Buchstaben, nicht Wörter, aus meinem Artikel. Dann haben wir hier den More Separator, also das ist dann einfach das Zeichen, das angezeigt wird, wenn diese 150 Buchstaben zu Ende sind. Dann kommen hier drei Punkte, das sieht ganz nett aus. Man kann auch hinter die drei Punkte zum Beispiel noch mehr schreiben. Also, was ihr möchtet, könnt ihr da hinschreiben. Dann haben wir hier eine begrenzte Anzahl der Artikel, die angezeigt werden soll. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier 5 reinschreiben,
Dann ist es zum einen auch wieder, wenn ich jetzt diesem Slider nur zwei Artikel zuweise, dann wechselt er natürlich automatisch nur zwischen den beiden. Die anderen drei bleiben leer. Ihr könnt aus hier auch ruhig wieder mehr eingeben. Aber wenn ihr zum Beispiel nur immer eure fünf neuesten oder aktuellsten Artikel im Slider zeigen wollt, dann gebt ihr hier eben eine geringere Zahl ein. Dann haben wir ja auch wieder die Zeit, in der durchgewechselt wird. Also nach 3 Sekunden kommt dann das nächste Bild. Das Ganze wird hier eben in Millisekunden angegeben. 3000 ist recht fix. Ich würde es vielleicht auf 5 machen, aber jetzt hier für die Vorschau sind 3 Sekunden ganz gut. Dann müssen wir nicht so lange warten, wenn wir uns nachher das Demo angucken. Dann könnt ihr hier eingeben eben die Breite vom Slider, die Höhe vom Slider. Zum Beispiel ist eben mein Theme ist gar nicht so breit, 800. Ich würde jetzt hier mal 700 Breite angeben. Die Höhe finde ich ganz okay. Dann könnt ihr hier eine Hintergrundfarbe festlegen. Das ist jetzt hier auf weiß gesetzt. Ihr könnt eine Rahmenfarbe festlegen. Das ist jetzt hier so ein Grau, ein Hellgrau. Das lasse ich mal alles drin. Hier könnt ihr einfach mit Hexadezimalcodes arbeiten. Dann haben wir die Textbreite. Die müsst ihr natürlich dann auch anpassen. Ihr habt hier noch die Textfarbe. Und hier haben wir eben die Bildbreite und die Bildhöhe. Das ist klar. Ich habe jetzt hier oben zum Beispiel insgesamt für den Slider ja 700 an Breite eingegeben. Das heißt, auf der einen Seite wird nachher mein Text angezeigt und daneben auf der anderen Seite das Bild. Da darf ich dann natürlich eben nicht über die 700 kommen und weil wir auch rechts und links immer noch ein paar Pixel Rand haben, müsst ihr da ein bisschen drunter bleiben. Also ich habe jetzt hier mein Beispiel zum Beispiel eine Gesamtbreite von 700. Mein Text ist mit 350 eindeutig zu breit. Da würde ich jetzt einfach mal auf 300 gehen. Und mein Bild ist 700. Das ist auch noch ein bisschen zu breit, weil wir ein bisschen Rand brauchen. Das heißt, ich nehme mal für meine Bildbreite 350. Dann bin ich zusammen mit dem Text bei 650, liege also hier noch unter dieser gesamten Breite. So, und das waren alle Einstellungen, die wir machen können für unseren Slider. Ich sage dann hier Update Options. Dann übernimmt er mir die Einstellungen. Und jetzt müssen wir nur noch die Beiträge dem Slider zuweisen. Dafür wechsle ich jetzt hier mal auf meine Beiträge. Ihr könnt natürlich auch Seiten zuweisen. Gehe jetzt hier mal auf den ersten Beitrag. Und jetzt seht ihr, ist hier unten ein zusätzliches Feld entstanden. Das findet ihr jetzt unter jedem Beitrag, unter jeder Seite. Und wenn ich hier eben ein Häkchen setze, dann wird dieser Artikel oder dieser Beitrag dem Slider zugewiesen. Also hier macht ihr das Häkchen rein. Wichtig, es wird das Bild genommen, das hier als Beitragsbild ausgewählt wurde. Es werden nicht die Bilder genommen, die ihr vielleicht hier reingeladen habt, sondern ihr müsst für den Slider ein Beitragsbild festsetzen. Das ist ganz wichtig. Also, dann sagt ihr aktualisieren, damit er die Einstellung übernimmt. Das Ganze mache ich jetzt noch für einen zweiten Beitrag, weil es soll ja durchwechseln, es ist ein Slider. Also nehme ich hier noch den nächsten Artikel. Setze auch hier wieder ein Häkchen. Überprüfe, ob ich auch wirklich ein Beitragsbild habe. Ja. Und dann sage ich aktualisieren. So, und als nächstes müssen wir den Slider nur noch dort einfügen, wo wir ihn haben möchten. Das könnt ihr zum einen wieder mit dem PHP-Code, auch den werde ich wieder unter dem Video mitposten. Für diejenigen, die sich aber eben nicht an den PHP-Code rantrauen, für die gibt es eben bei dem Slider auch wieder die Möglichkeit, das Ganze mit einem sogenannten Shortcode direkt in den Artikel oder in eine Seite zu platzieren. Ich erstelle dafür mal direkt eine neue Seite. Also gehe ich hier auf Seiten erstellen. Nenne das Ganze zum Beispiel Startseite, wir haben ja schon gesagt, oder einfach Start. Ihr könntet eine neue Seite erstellen für euren Anfang und dann dort quasi den Slider ganz oben einfügen. Das sieht immer ganz gut aus. So, also ich habe jetzt eine Überschrift vergeben. Jetzt klicke ich hier rein und der Shortcode für diesen Slider ist Feed Slider. Das Ganze in diesen eckigen Klammern, auch diesen Shortcode findet ihr unter dem Video. Und dann können wir uns eigentlich gleich mal die Vorschau anzeigen lassen. So, und ja, sieht gut aus. Hier ist schon der Slider. Ach, jetzt habe ich hier natürlich noch eine Slideshow bei meiner Seite. Das ändere ich mal noch kurz. Und zwar kann ich das hier im Template ändern. Ich nehme jetzt hier ein anderes Template, das eben keine Sidebar hat. Dann sieht mein Slider auch viel schöner aus. So, lass mir wieder die Vorschau anzeigen.
So. Ja, jetzt sieht das Ganze besser aus. Das ist also jetzt der Slider, den ich eingefügt habe. Ihr seht, auf der Seite ist mein Text, rechts daneben das Bild. Hier habe ich noch so eine kleine Navigation. Ihr seht schon, hier kommt jetzt der Text in die Navigation rein. Das sieht nicht so schön aus. Das heißt, hier müsste ich meine Anzahl an Buchstaben noch mal ein bisschen verringern. Ich hatte jetzt 150. Entweder mache ich weniger Buchstaben, mache 100 raus, oder ich tue meine Sliderhöhe anpassen. Auch das war ja möglich, dass ich einfach den Slider noch etwas höher mache. Dann passt hier auch mehr Text rein. Ich finde ihn wirklich ganz nett. Er ist einfach zu bedienen und gerade für die Darstellung von Blogartikeln sehr gut geeignet.